So, schönen guten Morgen. Willkommen zum Börsenbuffet. Der Germany 30 aktiviert ein 1-2-3 über 13.265, fächert sich nach oben auf. Gold droht ein 1-2-3 Top zu reaktivieren unter 18.63. In der AQ könnte ein 1-2-3 Top sich weigern, das zu reaktivieren, das als Sprungbrett zu nehmen, die 12.660. Und Apple fächert sich weiter nach oben auf. Nach der Schwäche Anfang September haben wir eine Bodenbildung und die 4,23er liegt auf einem neuen Allzeithoch. Apple ist mit 2,2 Billionen US-Dollar das wertvollste Unternehmen der Welt. Ein absolutes Schwergewicht an der Wall Street. Und hier gibt es Gerüchte, dass Apple im September 2021 ein eigenes Elektroauto vorstellen könnte mit revolutionärer Batterietechnologie, die einen deutlichen Satz nach unten mit sich bringen könnte, was die Produktionskosten angeht. Es soll viel günstiger sein, diese Apple-Batterie zu produzieren, die gleichzeitig aber auch noch eine viel höhere Reichweite bringt. Also geht Apple mit über 200 Milliarden an Barbeständen in die Schlacht um Marktanteile gegen BYD, gegen Tesla. Tesla gestern seinerseits das erste Mal nun seit gestern im S&P und wir haben ein angedeutetes 1, 2, 3 Top bei Tesla, $651,50. Zu unterschreiten gelang bisher nicht wirklich überzeugend. Sollte es dazu kommen, hätten wir nach unten Auffächerungsmarken gegenüber einer Bodenbildung bei Tesla, die bereits Anfang September da war, haben wir bereits eine volle Auffächerung und nun die Möglichkeit oder das Risiko bei Tesla einer Top-Bildung. BYD, der Batteriehersteller aus China, eine Aktie, ein Aktien-CFD. Aus Hongkong hat es vermieden, ein 1-2-3 Top zu aktivieren, nutzt die 169 Hongkong Dollar und 15 Cent Marke als mögliches Sprungbrett nach oben. Was bisher fehlt, ist ein höheres Hoch. Innerhalb dieses Konstrukts ist über 193,05 von einem aktiven 1-2-3 Bodenbildungsmuster auszugehen. BYD meldete für November deutlich steigende Absatzzahlen. Auf cmcmarkets.de in den Marktanalysen habe ich da was dazu geschrieben. Und diese Absatzzahlen, das Wachstum, das weckt natürlich Begehrlichkeiten bei allen Unternehmen, so offenbar auch bei Apple. Das Thema Elektrofahrzeuge ist eines, das sich vor allem bei jüngeren Generationen sehr gut verkauft. Das ist im Übrigen die Autoklasse, die sich derzeit fast die einzige, die wirklich ein deutliches Absatzwachstum zeigt. Und man muss sich vorstellen, Apple kommt mit einem Elektroauto und setzt da seine Marktmacht ein, die sie ja im iPhone-Bereich ja auch schon gezeigt haben. Die sind ja in der Lage, etwas zu vermarkten. Die können das. Und das könnte dem Elektroauto an sich einen Schub verleihen. Und Herbert Diess möchte ja das Stammwerk von Volkswagen auch umbauen zu einem Tesla konkurrierenden Werk zur Elektroautoherstellung. Technisch betrachtet sieht man hier Dieselgate bei Volkswagen, den Einbruch. Dann haben sie versucht, mit Corona ein tieferes Tief zu machen. Das hat nicht funktioniert. Wir haben eine Bodenbildung über 119,91, die sich nach oben auffächert. Und man darf nie vergessen, Apple hat das Frontend und Apple hat ein eigenes Technologieuniversum, wenn man so möchte.
Also die Leute, die haben halt, wenn sie ein Apple-Gerät haben, dann kaufen sie noch vielleicht einen Laptop dazu, dann kaufen sie vielleicht noch ein Pad dazu, dann haben sie vielleicht eine Uhr von Apple. Es macht dann Sinn, irgendwann mal in diesem Universum zu bleiben. Und wenn dann das Auto direkt die Schnittstelle auch schon hat von allem, was man an Daten eben in der Cloud bei Apple zum Beispiel gespeichert hat, dann kann man sich das schon vorstellen, dass das nicht unpraktisch wäre. Es ist ja so, dass mit den Navigationssystemen, da hat Audi sein eigenes, VW, also klar, VW, Audi, die haben ihr eigenes, dann hat Nissan sein eigenes Navi, dann gibt es irgendwie externe Geräte, die bei manchen Autoherstellern verbaut werden. Da gibt es welche, die setzen auf Google Maps, was dann, dann brauche ich schon wieder meine, wenn ich am Computer eine Route plane, wenn ich irgendwo hinfahren will, dann wie übertrage ich das an mein Auto? Ja, also normalerweise setzt man sich dann rein und gibt die Adresse irgendwie, tippt sie vom Handy ab. Ja, und solche Sachen. Und das kann man eben seamless machen, also nahtlos plane ich am Handy meine Route und dann setzt man sich da rein und das Apple Auto weiß schon, wo ich hin soll und es soll auch in Richtung autonomes Fahren Fortschritte geben. Das ist das eigentliche Ziel, das Apple vorschwebt. Ziel für den Launch und für den Start des Apple-Fahrzeugs soll 2024 sein. Das ist alles unbestätigt. Das sind alles Gerüchte. Aber das ist, was die Welt an der Börse dreht. Da sind Spekulationen auf, was sein könnte. Und es ist das, was aktuell gerade jetzt passiert, relativ langweilig für die Börse. Das, was die Leute cool finden, ist das, was sein könnte. Und da dreht sich und schwankt die Börse zwischen Utopie und Dystopie hin und her. Die Börse ist ein manisch-depressiver Geschäftspartner. Der sagt, einmal kostet das Produkt, was ich dir verkaufe, kostet 1000 Euro. Am nächsten Tag ist 5 Euro, kannst du das gleiche haben, so auf die Art. Und es ist immer das gleiche Produkt, das da verkauft wird. Also dieses Schwanken zwischen den Extremen ist auch etwas, was sich sehr gut greifbar machen lässt mit der technischen Analyse, weil entweder man ist selbst manisch-depressiv und versteht damit dann seinen Geschäftspartner Börse, weil man sich damit auskennt. Und wenn man aber eigentlich ein normaler Mensch ist, dann kommt man vielleicht mit diesen damit nicht so klar. Deswegen braucht man was, was greifbar ist. Und das ist für mich die Charttechnik. Und da hatten wir eben gestern vor der, wie auch immer man das nennen möchte, den Auslöser, was auch immer das war. Könnte sein Reisebeschränkungen. Es gibt eine Mutation eines Virus, das irgendwie auch schon bekannt war. Wie auch immer. Es ist ein Top da gewesen, eine volle Auffächerung. Und das lässt man sich dann auffächern bis 4,23. 5,81 ist so ein Wendebereich wieder. Und was haben wir da? Wende. Die haben wir gehalten. Also ist jetzt erstmal der Patient mental stabilisiert über 265 und könnte sich nach oben auffächern. Und jetzt schaue ich im Trendfilter, ob wir die Signallinie bei 372,66 schaffen. Ist der da kräftig genug, darüber zu gehen? Das ist nicht wirklich überzeugend. Also machen die Bullen gerade Diät und merken so, oh, ich fühle mich ein bisschen schwach, komme ich nicht drüber, schaffe ich nicht. Oder doch? Das ist was, wenn man da
lange davor sitzt, dann merkt man, der Markt, der spricht mit einem. Ja, das darf man auch keinem Psychologen sagen. Aber es ist in gewisser Weise so, empfinde ich das zumindest, dass man fortlaufend Infos bekommt, die man nutzen kann. Auch diese Kerze ist nicht wirklich überzeugend. Eine Doji-Kerze mit Eröffnung, Schlusskurs auf dem gleichen Niveau ist halt eine Minute ein bisschen gezappelt, aber hat keine Entscheidung getroffen am Ende. Peter schreibt schon, Jochen hört wieder Stimmen. So, jetzt, das ist das, was werden könnte, aber die Kerze ist erst fertig, wenn die Minute zu Ende ist. Dazwischen ist einfach nur ein Rumzappeln. Das sollte man auch als genau das sehen, als Rumzappeln. Ihr werdet immer wieder sehen, dass der Schlusskurs zählt, wenn ihr eine Weile auf Charts blickt. Vom Schlusskurs wird verhandelt und das würde ich jetzt als Schlusskurs drüber gelten lassen. Ich schalte um in den 10-Sekunden-Chart, um jetzt die Struktur erkennen zu können. Was ich jetzt haben möchte, ist ein 1, 2, 3 Tief. Eine Brutbildung, weil der Markt hat uns ja durch das Verlassen der vorbörslichen Spanne, durch das Überschreiten der Signalkerze mal so einen Hinweis gegeben. Ja, also eigentlich hätte ich Lust, so in Richtung hoch zu gehen, also zu steigen. Und jetzt muss er final eben einen Trendaufbau zeigen, also ein 1, 2, 3 in Richtung hoch. Das könnte es sein, 3,7534 zu überschreiten, würde genau das erzeugen. Dann hätten wir auch eine Validierungslinie. Man dem Markt diesem Trendverhalten quasi ein Pulsmesser anlegt und solange der Puls drauf ist, ist der Trend intakt. Wenn der unter 3,6382 geht, dann haben wir dann eine Flatline. Dann ist das mit dem Trendverhalten nach oben weg, Puls ist weg, Signal für aufwärts ist weg. Könnte ein Hinweis dann sein für eine Seitwärtsbewegung, die bevorsteht. Und auch da wieder so ein bisschen wackelige Kerzen. Jetzt eine Reversal-Kerze. An der Signallinie waren Käufer. Ja, mal sehen, runter und wieder hoch. Also, es gilt jetzt, wenn der Germany 30 über 3,6382 bleibt, dann könnte sich das nach oben auffächern. Also Trendfilter ist intakt. Sollte der Germany 30 jetzt unter 3,6382 sinken, ja, es ist ja alles keine Garantie. Man kann so viel Charttechnik machen, dass man den ganzen Chart nicht mehr sieht und man wird trotzdem keine Garantie bekommen. Es sind alles immer vorläufige Aussagen und da sie die Zukunft betreffen, auch unsichere Aussagen. Aber es ist der Kontext wichtig und würde ich das alles nicht machen, könnte ich diesen Kontext nicht herstellen, den ich gerade hergestellt habe. Also über 3,6382 bleibend Trend möglich, darunter fallend und erreicht auch schon ein Tipp drunter, Hinweis auf möglicherweise bevorstehende Seitwärtsbewegung. NDAQ grundsätzlich macht er mit, 6,6027, da ist er ja drüber geblieben auf Stundenbasis. Also könnte das als Sprungbrett genutzt werden für einen Anstieg. Wenn das nicht klappt, abgebrochen wird, ist natürlich auch möglich. Und wir unter 660,27 sinken, dann würde das 1, 2, 3 vom 18. Dezember reaktiviert mit Auffächerungsrisiko nach unten. Der SPX
hat gegenüber dem Boden, wenn man sich jetzt mal den Tageschart anschaut, vom SPX, Boden März, Auffächerung 261, 8 ist bei 3846. Platz nach oben, nach unten aber auch ein Korrekturpotenzial, wenn die sich das anders überlegen, so 3386. Tageschart, Einbruch vom Allzeithoch kommend, nicht schlimm. Da ist kein Top, keine Trendwende entstanden. Wenn man sich den Stundenchart anschaut, dann war das Hoch, wurde das Hoch gemacht am 18. Dezember. Und da ist nun kein wirklich starker Abwärtsimpuls passiert. Und der Abwärts, dieser Riss nach unten, ja, um quasi gestern Vormittag, hat halt dann doch selbst die 581er nach unten durchschlagen. Und das sind dann solche Bewegungen, wo man sich fragen muss, was ist da los? Und da kann man dann natürlich bei so überverkauftem davon ausgehen, dass es überverkauft ist, und da auch dann kann man schon zwischen 4,23, 5,81er drauf achten, aber auch drunter dann erst recht, ob man da Möglichkeiten sieht oder Versuche sieht des Marktes, einen Boden zu bilden. Und zwar nicht einfach, bevor der Boden kommt, den Kontext herstellen, jetzt ist der Boden da. Was ja viele machen, die kaufen dann einfach. Kann auch eine Art von Strategie sein, ja, die muss man halt definieren, aber man hat hier gesehen, dass um 11:30 Uhr bis 11:50 Uhr versucht wurde, hier ein 1, 2, 3 zu machen, hat nicht geklappt, sind nochmal tiefer gegangen und dann eine 1, 2, 3, dann kam eine, ja, und da hat man dann auch mehrere Möglichkeiten gehabt, sich das bestätigen zu lassen, es wurde bestätigt, ja, man sieht ja keinen Minutenschlusskurs mehr unter der Marke. Und dann hat man gesehen, okay, wir haben Überschießen von einem Top kommend, wir haben Bodenbildung hier mehrmals bestätigt. Und das ist das, was jetzt letztendlich im SPX die ganze Geschichte trägt, ist genau dieser Boden, der da gestern entstanden ist. Und der gibt jetzt wiederum einen Kontext, ein Ausbruch über 3697 nach oben könnte uns zurückführen, ja. Wohin eigentlich? Auf ein neues Allzeithoch wäre das dann schon wieder. Nach unten 3675 wirken als möglicher Support. Germany 30, leider, na, die Wackeligkeit hier beim Überschreiten der Signallinie war schon ein bisschen ein Hinweis. Wir sind unter die Signallinie. Das ist ein Hinweis auf eine möglicherweise bevorstehende Seitwärtsbewegung. Daraus kann ein Top werden, das könnte eine 1 werden, eine 2, wenn er scheitert, an einem höheren Hoch dann eine 3. Also von Signal, er hat versucht, ein Signal aufwärts zu installieren, hat das auch alles fertiggestellt. Wirklich Überzeugungskraft stand da nicht dahinter. Jetzt nimmt das Signal zurück. Versucht sich dann am vorbörslichen Hoch erneut an einem Trendaufbau. Und jetzt geht es eben darum zu überprüfen, bekommen wir ein höheres Hoch oder jetzt ein Unvermögen, ein höheres Hoch auszubilden und dann eine Topbildung unter 13.356. Dann wäre quasi aus dem jetzt ist der Germany 30 neutral. Wenn er unter 3,56, 85 jetzt sinken würde ohne höheres Hoch, dann hätten wir eine Trendwende, einen Top, eine 1, 2, 3 Trendwende-Formation. Ansonsten mit einem höheren Hoch dann trotzdem ein Trendaufbau wieder möglich. Und das wäre dann eines der
Tage mit einer unklaren Signallage. Auch da wieder die Geschichte, man kann so wie Charttechnik betreiben, dass man den ganzen Chart nicht mehr sieht. Aber man wird trotzdem Tage haben, in denen der Markt unklare Signallage zeigt. Das gehört dazu. Vorsicht auch mit höherem Hoch. Ein Seitwärtsmarkt zeichnet sich dadurch aus, dass er nach oben durchschießt und dann wieder zurückkommt, nach unten durchschießt, wieder zurückkommt. Insgesamt bleibt er seitwärts, aber er macht eben Fehlsignale in Trendrichtung. Was so aussieht wie ein Trendsignal, ist keines. Das ist auch charakteristisch für Seitwärtsmärkte. Also überall mal irgendwie Stops abfischen nach oben, mal gucken, und dann kommt nichts nach, da unten kommt nichts nach. Insgesamt fehlt die Tendenz, fehlt die Richtung, fehlt der Trend. Und den Hinweis haben wir eben durch das Unterschreiten der Validierungslinie bekommen, dass das sein könnte. Es muss natürlich nicht sein. Es könnte auch der SPX weiterlaufen und den Germany 30 mit nach oben ziehen. Blicken wir einmal auf Gold. Wir haben beim Gold diesen scharfen Einbruch gesehen auf die 1863. Das war gestern auch so, als die Aktienindizes verkauft wurden. Ja, ist auch Gold runtergeknallt. Ich suche hier gerade Anfang und Ende. Das habe ich hier im 5-Minuten-Chart gerade nicht gesehen. Deswegen bin ich in den 2-Minuten-Chart gegangen. Und da lässt sich erkennen, dass die Bodenbildung von gestern beim Gold jetzt hinterfragt wird, weil wir sind einfach unter dem Impuls Ende 1877. Ja. Damit, wenn man sich einen Stundenchart anschaut, ist halt der Rücklauf hier eher einer, der bärisch ist. Im Stundenchart kann man auch feststellen, dass wir hier da ist nicht wirklich klar. Eine 1, 2 und dann hat es zweimal mit der 3 mit dem Aktivieren von dem Boden nicht geklappt. Jetzt testen wir den Punkt 2 bei 1870. Also hier auch unklar, was Gold vorhat. Euro-Dollar ist so in lauer Stellung, was die 1,2330 angeht. Es scheint so, als würden die nur auf eine News warten, um dort endlich mal hingehen zu können, um zu gucken, was da oben, ob da Party gefeiert wird oder nicht, ob wir da drüber sollen oder nicht. Und da würde sich dann eben im Big Picture, im großen Bild, potenziell entscheiden, ob und wie das übergeordnet weitergehen soll. Oliver hat nach den 1-2-3-Mustern gefragt. Da gibt es einen Grundlagen unter dem Link, den ich jetzt in den Chat gestellt habe. Also 1-2-3, wir haben eine 1-2-3 im Euro-Dollar übergeordnet. Punkt 1 ist 1,2330. Und da wird sich dann entscheiden, wenn wir da dran gehen und daran scheitern, wie
Anfang Frühjahr 2018, dann wäre das Top intakt. Wenn wir allerdings dann drüber gehen und quasi diese Marke als Unterstützung halten, dann wäre hier Platz zum Punkt 2 und der liegt bei 1,4718. Da würde sich der Urlaub in den USA lohnen, wenn wir denn verreisen dürften. Ja, der ist jetzt kurzfristig Euro-Dollar ein 1-2-3-Top bei 1,2258 entstanden. Und jetzt geht es auch darum, welche Währung denn stärker ist, denn wir dürfen ja bald wieder reisen. Wir haben zumindest eine Perspektive, dass das nächste Jahr besser wird. Jetzt mit jedem Tag, an dem geimpft wird, ist ja ein Fortschritt da. So sehe ich das zumindest erst einmal. Also wenn man von der Wirksamkeit ausgeht und man die Risikogruppen impft, dann verliert und dürfte die Pandemie mit jedem Tag, in dem weltweit Menschen geimpft werden, ihren Schrecken verlieren. Ein Querschläger ist diese Mutation. Da muss man jetzt dann mal abwarten. Der CEO von BioNTech sagte, wahrscheinlich wird der Impfstoff auch gegen diese Mutation wirken. Man muss sich da auf die Expertenmeinungen verlassen. Was Euro-Dollar angeht, haben wir vor allem die Schiene Dollar-Schwäche, die den Euro so stark hat werden lassen. Und da ist jetzt dann wieder meine, Kompetenz, wenn man so will, ist nicht in dem Einschätzen von Impfstoffen, sondern dem, was an der Börse passiert. Und da sehen wir eben im Verlauf dieses Jahres eine deutliche Dollarschwäche. Wo kommt die her? Die kommt von der Entwicklung von den Zinsen in den USA. Und da kann man sich die UST-Notes anschauen, die quasi im Verlauf dieses Jahres durch die Pandemie deutlich nach unten gegangen sind, jetzt in der Seitwärtsbewegung sich befinden. Und der Euro-Dollar hat das mehr oder weniger mit Zeitverzögerung nachgebildet, dass eben in den USA die Zinsen runtergegangen sind, dass auch in den USA jetzt Nullzinsen herrschen. Euro-Dollar war ja schon fast ein Carry-Trade. Man hat also den Euro verkauft, hat Dollar gekauft, um dann von den Zinsdifferenzen zu profitieren. Diese Carry-Trades kann man auch aufbauen über CFDs, um von Haltekostengutschriften zu profitieren. Das ist bei Euro-Dollar nicht mehr möglich, war bei Euro-Dollar möglich. Man sieht es leider hier in der Historie nicht mehr, das ist auch schon eine Weile her. Hier steht auf jeden Fall, dass man hier Haltekosten bezahlen muss auf Short- und auf Long-Seite. Wenn man sich mal den Euro anschaut gegenüber einer Null-Hochzinswährung wie der türkischen Lira, dann sieht man, dass man auf der Short-Seite von Euro, türkische Lira, also wenn man eine Long-Position vom türkischen Lira gegenüber dem Euro aufbaut, erhält man Haltekosten von 0, diesen Prozentsatz. Und da geht es um die Trade-Größe und dann ein 365. bei Halten der Position bis 23 Uhr. Natürlich geht es bei solchen Carry-Trades, wo man Zinsgutschriften bekommt, vor allem in allererster Linie mal um die Trade-Richtung. Wenn der Trade in die falsche Richtung läuft, bringen auch die Haltekosten im Grunde nichts mehr. Also beim Aufbau von Carry Trades zählt in allererster Linie einmal, dass man eine Position in die Richtung, wo man es haben will, in einen Markt aufbaut und das dann optimalerweise mit einem garantierten Stop absichert am Einstieg. Und dann kann der Markt machen, was er will, solange er
nicht in den Stopp läuft, hat man dann die Haltekostengutschriften. So, Germany 30 wird ja auch von der Wall Street mit nach oben gezogen. Der SPX zieht nach oben, NDRQ zieht nach oben. Im Stundenchart die 265,66 haben gehalten, erreicht jetzt die 1, die erste Auffächerungsmarken. Darüber wäre 482,58 mögliches Level, das erreicht werden könnte. WTI prallt an der 1,61er ab, $48,99. Nach unten stützen könnte 45,57 wirken. Ein Ausbruch über 48,99. Ich bin hier im WTI Februar 2021. CFD, ein Ausbruch über 48,99 könnte 54,53 aufrufen. Das wäre die 261,8er Fibonacci-Extension. Im weiteren Verlauf ist darauf zu achten, ob die 12.660-Punkte-Marke im NDAQ gehalten werden kann, ob 13.265 Punkte im Germany 30 gehalten werden können. Im Gold geht es heute um 1.863 Dollar. Auf Tagesbasis ist das eben die Marke, an der ein 1-2-3 entstanden ist. Kann das wieder die Reaktivierung desselbigen vermieden werden, ja oder nein? Das ist die große Frage beim Gold. Beim Euro-Dollar, korrektive Geschichte, die hier stattfindet unter 1,2258. Großes Ziel ist hier immer noch 1,2330. Das nicht erreicht werden muss, aber da wäre es für mich dann wieder spannend, im großen Bild mir Euro-Dollar anzuschauen. Der Bitcoin ist in gewisser Weise ein bisschen ins Stocken geraten an der 24.000. Eigentlich wäre die 24.548 die 100% Extension gewesen aus dem Big Picture Boden, der entstanden ist. Auf Tagesbasis sieht man diese High Wave Candle vom Montag. Da steckt natürlich auch noch der Samstag-Sonntag drin, der bei CMC Markets aufgrund der Tatsache, dass wir am Wochenende den Bitcoin nicht zum Handel anbieten, nicht sichtbar ist. Da hat sich aber auch ein Top dann am Montag gebildet, 1, 2, 3, das sich nach unten auffächert. Und spannend eben auch für den gesamten Elektroauto-Komplex und Markt ist eben Tesla am heutigen Tag. Da kann man mal auf die 651,50 achten, ob das als Sprungbrett genutzt wird für eine Extension, Rallye-Verschärfung nach oben. Es ist gut möglich, dass, wenn das gehalten werden kann, dann auch noch, wenn wir da drüber gehen, über 690,84, dass dann 799,31 erreicht werden. Das wäre die 581er Extension gegenüber dem Boden vom September. Andernfalls sollten wir unter die 651,50 fallen auf Stundenbasis, könnte sich hier eine korrektive Bewegung bei Tesla ergeben.
Ich klinke mich an der Stelle wieder aus, sage vielen Dank fürs Einschalten, freue mich schon auf morgen. Der Kollege Konstantin Oldenburger ist heute Nachmittag nochmal mit einem Update um 15:15 Uhr für euch da. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Handelstag, bleibt gesund, stay safe, good trades und bis morgen. Ciao.